Ja, servus zwar, Freunde. Rückspiel steht an im Halbfinale der Warpaint Championship Series. Das erste Spiel zwischen Nogano und Von Ivan war so ein bisschen enttäuschend, sage ich jetzt mal. Also ein bisschen seltsam gespielt von Von Ivan und ja, war dann auch relativ zügig vorbei. Aber das kommt halt auch mal vor. Also ich caste ja jetzt im Prinzip schon den ganzen Abend und ja. Bisher eigentlich nur gute Spiele, da ist halt zwischendurch dann doch auch mal ein Schwächeres dabei. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Spieler hier auch schon einige Stunden an Gameplay in den Knochen haben. Das kommt halt einfach vor, ne? Kann man jetzt auch nicht jedes Mal bei 100% sein, aber wir sind guten Mutes, dass das jetzt hier wieder ein besseres Spiel wird. Nogano diesmal als US, Von Ivan als Wehrmacht und dann wollen wir mal sehen, ob Von Ivan hier tatsächlich das Spiel ein bisschen spannender gestalten kann. So, wir sehen hier auch schon wieder die erste Infanterieeinheit vom US-Amerikaner auf dem Weg nach Norden, um hier ein bisschen Stress zu machen. Denn auch Nogano weiß, dass gerade auf der Map für die Wehrmacht halt dieser Punkt sehr wichtig sind. Das heißt, wenn man sich frühzeitig das Haus hier krallt, kann man dem Wehrmachtler damit massiv auf den Sack gehen. Das wird allerdings in dem Fall nicht klappen, denn auch Von Ivan weiß das und hat dementsprechend sein MG gleich mal hier in Position gebracht. So, dass das halb so schlimm ist. Er wird jetzt zwar erstmal nicht an die Munition rankommen, aber viel schlimmer ist es natürlich, wenn es der Rifle tatsächlich in das Haus schafft, dann ist das nicht so einfach, den da rauszukriegen. Erste T1-Einheit Sniper, das gefällt mir, ja. Ihr wisst ja, keine Ahnung, oder ich glaube, ihr wisst das mittlerweile. Ich bin halt nur mal ein Fan von Sniper Play und gefällt mir schon mal ganz gut. Als nächstes noch ein MG, ja. Warum ist das, der ist denn der hier jetzt auf Hold Fire? Was stimmt denn nicht mit dem? Das ist doch ein Missklick, oder? Also wieso sollte er denn hier jetzt auf Hold Fire sein? Naja, egal. Jedenfalls, zweites MG ist gleich da. Problem ist nur, der Rifle ist auf dem Weg in das Haus hier. Und naja, das ist dann halt nicht so einfach für die Wehrmacht im Early, den da rauszukriegen. Denke auch nicht, dass er ihn pinnen kann, bevor er wieder in das Haus geht, denn dafür ist er einfach zu nah dran. Ja, er geht jetzt einfach wieder in das Haus und gut ist. Ja, das mit den zwei MGs, ich weiß nicht, also grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, nur, naja, Stichwort Mörser und so. Also wenn Nogano als nächstes jetzt einen Mörser bringt, dann ist das mit den MGs halt auch nur noch so Mittel. Wenn zwei MGs, dann halt, ja, um den AC-Rush zu spielen und dann schnell ACs rauszuhauen. Das scheint er aber nicht vorzuhaben. Nogano hingegen scheint aber auch noch keine Anstalten zu machen, einen Mörser zu bringen. Also entweder ist er halt extrem fair und will das nicht machen, weil es halt OP ist. Was ich allerdings nicht glaube, im Halbfinale von so einem Turnier. Ja, okay, jetzt kommt halt der Early M20. Das ist halt auch so eine Sache. Ich bin irgendwie nicht so der Fan von M20 gegen Wehrmacht. Also so effektiv ist das einfach nicht. Vor allen Dingen spätestens, wenn dann T2 da ist mit dem Scout-K. Bin ich einfach nicht so der Fan von. Muss ich zugeben. Aber was ich in letzter Zeit schon öfter gesehen habe, ist Lieutenant into Captain und dann kein Major, sondern Panzerkompanie. Das funktioniert gegen Wehrmacht tatsächlich ganz gut. Da wird aber dann meistens kein M20 gebaut, sondern
halt Flag Half Track, einfach weil das gegen AC gewinnt. Aber okay, wollen wir mal sehen. Heißt ja nicht, dass man den M20 nicht ordentlich einsetzen könnte. Es ist halt nur nicht ganz so einfach gegen Wehrmacht. Andererseits sind halt auch nur zwei Grenadiere auf dem Feld, die forsten können. Der hier ist super low. Da lässt sich das natürlich dann entspannt machen. Aber zum Beispiel auch, um MGs aus Häusern rauszukriegen, ist ein M20 halt auch scheiße. Also, ja, wie gesagt, das Ding ist schon okay, aber ich finde das irgendwie nicht so effektiv. Ja, jetzt kommt auch erst der Tag, das ist relativ spät, Minute 6 für Von Ivan. Man darf aber da nicht vergessen, er hat ja auch ziemlich viele T1-Einheiten gebaut. Also zwei MGs, ein Sniper, zwei Grenadiere. Das könnte jetzt wieder das MG gewesen sein. Ne, kommt gerade noch raus. Ja, und da seht ihr, warum ich den N20 nicht so gut finde. Der ist halt ruckzuck down gegen Wehrmacht. Hat jetzt tatsächlich das MG gekillt hier im Haus. Ja, Small Arms Fire hat schon gereicht. Und ja, könnt ihr selber entscheiden, ob es das jetzt wert war. Und jetzt kommt das AC für den Wehrmachtler und Nogano hat erstmal nichts dagegen. Hier ein bisschen unglückliches Timing. Oh, Nades jetzt aber von Nogano, okay. Und jetzt kommt tatsächlich noch ein leichtes Fahrzeug. Flak Half-Track. Ja, das wäre definitiv sinnvoller gewesen, den M20 nicht zu bringen und gleich das, die Flak Halbkette. Aber okay. Auf jeden Fall auch gut, dass es da ist, also so als Counter gegen das AC. Der Feind versucht, uns unseren Sektor zu entreißen. Aber sowas ist natürlich gefundenes Fressen für das AC, so lowe retreatende Squads. Weiß nicht so recht, warum er da jetzt nicht nachfährt. Naja, da jetzt nah ranzufahren ist auch nur so mittel die Idee, denn ihr seht es ja, Wert 1, das heißt Panzergranate, kann er jetzt nicht werfen, aber trotzdem, ich hätte es irgendwie sinnvoller gewesen, er hätte noch weiter, sinnvoller gefunden, er hätte noch weiter den Lieutenant verfolgt. Aber okay, das sind nur Kleinigkeiten, das wird das Spiel nicht entscheiden, von daher egal. Tatsächlich jetzt noch ein AC. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das ist so ähnlich wie bei dem Spiel von Helping Hand. Wozu denn? Also klar, man kann mit zwei ACs auch die Flak-Halbkette schon in Gefahr bringen, aber ganz ehrlich, da ist mir dann halt ein Panzergrenadier oder eine Pack halt irgendwie schon lieber. Also Panzergrenadier ist jetzt nicht so die gute Alternative, weil er die Munition nicht hat, um den mit Schrecks aufzurüsten. Aber so grundsätzlich halt, also Doppel-AC ist eine super coole Sache. Und ich habe ja auch letztens ein Video dazu gemacht, wo man auch sieht, wie stark das sein kann. Und ja, ich habe auch mit Early-ACs tatsächlich letztens auch Fortune geschlagen, also einen Top-20-Spieler. Nur aus meiner Sicht ist Doppel-AC oder sogar Triple-AC halt nur wirklich stark, wenn das super early kommt. Und ja, wir sind hier jetzt in Minute 10. Und naja, so einen großen Impact haben die ACs jetzt halt einfach nicht mehr. Und die Sache ist halt auch, ACs haben halt auch einfach nur eine begrenzte Lebensdauer. Also es ist wirklich sehr selten, dass man die ins Late-Game bringt.
Von daher muss man mit denen halt, damit sie sich lohnen und effizient sind, halt richtig was reißen. Und kaum sage ich's, reißt da richtig was und killt mit dem Doppel-AC tatsächlich die Halbkette. Völlig auf dem falschen Fuß erwischt, wenn er es jetzt. Jetzt kann er halt auch noch den Lieutenant abgreifen. Schön Smoke aktiviert. Damit er sich die Nate nicht fängt. Ja. Wenn er das schon macht, hätte er tatsächlich hier jetzt auch den Full-Unit-Kill abgreifen können. Das wäre super cool gewesen, aber trotzdem. Er war auch schlecht eingesetzt, dass die Flak-Halbkette von Nogano. Also vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Das muss man halt wissen, wenn zwei ACs auf dem Feld sind, dann muss ich halt meine Flak-Halbkette halt auch ein bisschen defensiv einsetzen. Ja, das hat jetzt halt super funktioniert, aber das lag jetzt nicht daran. Also ich bleibe trotzdem bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das war jetzt natürlich halt auch einfach nicht optimal gemacht von Nogano, das muss man halt auch einfach mal so sehen. Nur grundsätzlich bleibe ich bei meiner Meinung, dass je früher das AC kommt, desto besser ist es. Und ja, Minute 9 ist einfach halt zu spät. Von daher. Aber egal. Der Erfolg gibt ihm recht. Wo hängt eigentlich gerade hier der Sniper rum? Er sollte mal. Hat er eigentlich immer noch kein Heal? Immer noch die Munition nicht für Heal. Ja, jetzt ist das aber ja eigentlich ziemlich gut gelaufen. Das heißt, er kann jetzt entspannt noch einen Panzergrenadier raushauen, der gute von Ivan. Ah, dafür lässt er sich jetzt das MG klauen und wenn er Pech hat, kriegt er auch noch den Grenadier gefuckt. Hau doch ab hier. Aber das wird ganz eng. Aber Glück des Tüchtigen kommt gerade noch raus. Ja, aber das ist so grundsätzlich, das fällt mir jetzt halt schon öfter auf. Ist ja nun nicht das erste Mal, dass ich so einen langen Cast-Tag mache. Also in der LSL und hier Warpaint und so. Dass natürlich, je länger das Turnier geht, desto mehr Fehler sieht man natürlich auch bei den Spielern. Also Geschichte mit der Flak-Halbkette, dann. Ja, hier ist man so ein Sekündchen zu spät dran mit dem MG und so. Das liegt halt auch einfach daran, dass die Leute halt genauso wie ich halt zwischendurch auch mehr verpeile, wenn ich 6 Stunden am Stück caste. Und genauso schwierig ist das dann halt irgendwann auch für die Spieler selbst natürlich. Und jeder, der selbst COH2 auch spielt, weiß auch, wenn man mal 3, 4 Stunden gespielt hat, dann wird es langsam eng irgendwann auch mal mit der Konzentration. Ein Sniper sollte er jetzt dann echt mal zum Heilen schicken. Heal ist ja mittlerweile da. Hat sich jetzt für noch einen zusätzlichen Sniper entschieden. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist nur, er hat halt kein MG mehr. Und wir sehen hier 3 Rifles plus Lieutenant. Da ist es halt natürlich schon sinnvoll, wenn man noch ein MG hat, weil man sich halt auch mit den Snipern und so dann schon echt schwer tut, diese Meute aufzuhalten. Und vor allen Dingen, da Nogano interessanterweise ja auf den Mörser, den OP-US-Mörser verzichtet, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht noch ein MG nachschiebt. Ja, also ich sag's mal so, Nogano hat eigentlich extrem viel Anti-Infanterie-Firepower auf dem Platz. Er schafft es nur momentan nicht, das Ganze koordiniert einzusetzen. Er teilt sich ein bisschen stark auf. Also wie ich es gerade schon angesprochen habe, ist es kein MG auf dem Feld für Von Ivan. Das heißt, würde der jetzt mal mit allen seinen Rifeln hier angreifen, könnte von Ivan das aus meiner Sicht nicht aufhalten. Dadurch, dass er sich halt aber extrem weit aufteilt,
spielt er dem Von Ivan natürlich so ein bisschen in die Karten. Und jetzt kommt der Stuart, das dritte leichte Fahrzeug jetzt für Nogano. Ist natürlich ganz cool. Ja, damit schränkt er halt natürlich die Bewegungsfreiheit der ACs ein bisschen ein. Hier wieder schön Smoke eingesetzt, um die Sichtlinie der Sniper zu blockieren. Aber dennoch, zwei Sniper sind natürlich auch Pain in the Ass für jeden Amerikaner, definitiv. Nur Stuart da, packt da, so langsam hat Nogano auch schon Angst vor Fahrzeugen, völlig zu Recht. Und Ivan hat auch T3 schon getaggt. Müsste eigentlich nur noch bauen. Weil er hat eigentlich auch so viel Fuel, er könnte sich fast überlegen, ob er nicht durchtaggt auf T4. Würde ihm tatsächlich ganz gut gefallen. So, hier Freund Stuart, Vorsicht mit dem Sniper. Wo ist die Pack? Hier, schon auf dem Weg. Ja, so den riesen Impact wird der Stuart jetzt nicht mehr haben. Zwei ACs plus Pack. Das passt schon. Pack ist jetzt dann auch in Position. Der Kollege ist super low. Jo. Und Ivan könnte sich jetzt auch einfach einen Command Tank noch holen. Aber er scheint. Ne, er baut tatsächlich jetzt Tier 3. Ja, warum nicht? Wäre jetzt tatsächlich in der komfortablen Situation gewesen, dass er auch hätte T4 bauen können. Aber T3 in der Situation, in der sich Nogano befindet, tatsächlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist natürlich nur, beziehungsweise das, oder wenn man es andersrum sehen will, das Gute für Nogano ist, dass er seine Doktrin noch nicht gewählt hat und dementsprechend halt dann auch einfach Panzerkompanie gehen könnte und Von Ivan mit M10s zu scheißen könnte, um es mal so auszudrücken. Oh, Sniper draufgegangen. Wow, passt darauf auf den Sniper. Jetzt geht die Pack drauf. Bitte auf den Sniper aufpassen. Zieh doch den Sniper zurück. Ja, das ist jetzt wirklich sehr unaufmerksam hier mit dem Sniper in dem Haus. Das ist das, was ich angesprochen habe. Wie man früher in der Schule immer gehört hat. Für mich ist auch schon sechste Stunde. Ja, jetzt wird es natürlich eng für den Stuart auch. Zum Glück ist die Pack in Position, aber der Stuart wird es trotzdem nicht nach Hause schaffen, denke ich. Hauptgeschütz zerstört. Ja, und das war's. Und so die Pack wird gleich noch mit hops gehen, denke ich. Erfolgreiches Gefecht definitiv für Von Ivan. Das hat er auch definitiv nötig gehabt. Allerdings fehlt ihm jetzt halt, ja, und jetzt passiert genau das, was ich angesprochen habe. Panzerkompanie, jetzt kommen M10s. Und dadurch, dass Von Ivan seine Pack verloren hat, steht er halt jetzt komplett mit runtergelassenen Hosen da und hat absolut nichts, um seine Fahrzeuge zu verteidigen. Das AC. Ja. Der Feind hat uns einen Schlag versetzt. Ja, das Problem ist halt, das, was ich angesprochen habe. Panzerkompanie ist halt übel, wenn man selber nur eine Pack hat oder in dem Fall die Pack verloren hat und T3 und so. Das ist ja im Prinzip der Hardcounter, den US halt so hat, wenn man sieht, dass die Wehrmacht T3 geht und hier diese Geschichte Command Tank und so. Schwierig, und auch wenn natürlich Von Ivan jetzt einiges an Schaden angerichtet hat, also amerikanische Pack rausgenommen, Stuart getötet und so, war das Gefecht für Nogano trotzdem nicht allzu schlimm, weil er hat seine ganze starke Infanterie noch. Einen M10.
Ja, und jetzt wird es halt eng für den Command Tank. Beziehungsweise, das wird es vermutlich gewesen sein. Pack ist wieder draußen. Ja, das war's schon. Blitzkrieg, aber den wird er nicht nach Hause kriegen. Ja, und jetzt ist es im Prinzip GG für Von Ivan. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen, das Halbfinale, so im Großen und Ganzen. Also Von Ivan, das war in beiden Spielen nix. Denn das Spiel gegen Jove habe ich ja nicht gesehen, da muss er ja tatsächlich sehr gut gespielt haben, aber das hier, das war nix. Jetzt kommt der Bulldozer noch dazu. Ja. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Also ich meine, nichts gegen Von Ivan, aber ein bisschen mehr hätte man sich dann im Halbfinale schon erwartet. Also da haben wir in den vorigen Runden um einiges stärkere Spiele gesehen. Ich erinnere nur an Theodosios gegen Loveness zum Beispiel. Und ja, also Von Ivan war jetzt hier halt wirklich kein wirklicher Prüfstein. In beiden Spielen nicht für Nogano. Da hätte man sich natürlich schon einen Loveness zum Beispiel gewünscht. Eher jetzt hier fürs Halbfinale. Das wäre definitiv interessanter geworden. Ein Sektor wurde abgeschnitten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Nogano auch noch so fair war und den OP-Mörser gar nicht gebracht hat. Was ja im Prinzip der Hardcounter für dieses MG-Play von Von Ivan, das wir im Early gesehen haben, gewesen wäre. Da hätte es wahrscheinlich noch um einiges schlimmer ausgesehen. Aber okay, man muss einfach sagen, wie ich es jetzt schon mehrfach angedeutet habe, es ist halt, für die Jungs ist auch schon sechste Stunde, also auch Von Ivan hat schon zig Stunden Gameplay jetzt in den Knochen, ist halt vielleicht auch irgendwann mal mit der Konzentration halt Schicht im Schacht, da hat den Nogano jetzt anscheinend hier das bessere Durchhaltevermögen. Wir verlieren gute Soldaten. Aber ich tippe hier einfach mal, dass, ja, Von Ivan in der Form von, ich sag mal, vor 3 Stunden hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Widerstand geleistet. Man weiß es nicht, aber im Halbfinale hat er jedenfalls in beiden Spielen absolut keine Sonne gehabt und wird deswegen auch verdient ausscheiden. Jetzt kommt ja noch der Base Rush zum Ende. Ja, Von Ivan hat ja die Eigenart, dass er niemals aufgibt. Das hört sich positiver an, als es ist. Es ist einfach brutal nervig, weil er jedes Spiel, egal wie aussichtslos es ist, bis zum Ende durchzieht. Und dann zieht sich das halt wie Kaugummi. Also könnt ihr ja auch einfach jetzt mal aufgeben. Ja, ich meine, was soll das? Jetzt steht er halt da blöd rum und refresht noch und was soll denn das? Kollege. Zum Glück ticken die Siegmarken. Ach, ich kann ja vorspulen. Ein bisschen. Ja. Gut, ich denke, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Von Ivan hatte in beiden Spielen absolut keine Chance. Nogano verfolge ich ja jetzt schon das ganze Turnier. Wirklich in sehr, sehr guter Form, wie es scheint. Und definitiv ein würdiger Finalist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn ihr es noch nicht wisst, dadurch, dass wir jetzt den Milestone 5 schon erreicht haben,
liegt das Preisgeld mittlerweile bei 2000 Dollar. Das Finale wird in Kanada stattfinden, das heißt, also in den Relic Studios, das heißt, die Finalisten werden von Relic gesponsert dorthin reisen und das Finale dann dort vor Ort austragen. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Nugano, wie schon angesprochen, würdiger Finalist, wirklich sehr, sehr stark gespielt das ganze Turnier über. Von Ivan in der Form hat er jetzt im Halbfinale nicht wirklich was verloren gehabt, aber trotzdem starke Leistung, soweit von ihm, soweit gekommen zu sein. Das hätte nicht jeder erwartet, auch das nicht, dass er Jov ausgeschaltet hat. Hier scheint wohl irgendwann mit der Konzentration Schicht im Schacht gewesen zu sein. Und ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch an Nugano. Damit will ich den Cast dann auch schließen. Vielleicht erwische ich noch das zweite Spiel des anderen Halbfinals, wo es vielleicht ein bisschen spannender zugeht. Damit will ich dann verabschieden. Wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.